Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es kam länger nichts, ich weiß, ich weiß. Der Grund dafür ist, dass ich momentan irgendwie nicht so aktiv auf YouTube sein will, einfach irgendwie so ein bisschen auch die Lust daran verloren habe. Ich habe relativ lange Arbeitszeiten, bin nonstop die ganze Woche einfach nur unterwegs und das ist mega anstrengend für mich und am Wochenende brauche ich einfach mal Zeit für mich. Ihr hört sich bemüht, deswegen geht jetzt ja auch nicht so viel. Und ja, das ist auch einer der Gründe, warum hier auf meinem Kanal momentan nichts kommt. Gleichzeitig begrüße ich euch zur heutigen, also zur, ja, zum neuen Video. Und es geht heute mal um PES. Ich habe gedacht, da kann man so ein bisschen reden tatsächlich währenddessen. Und anbei läuft das Spiel FC Bayern gegen Barcelona. Ich bin Bayern. Es geht los mit einer Ecke für die Bayern. Die tritt Thiago und Dumfries. Ja, kann sie nicht ganz verwerten. Jedenfalls keine Videos momentan. Seit 6 Monaten schon wieder fast, glaube ich. Weil ich einfach aktiv in der Arbeit bin und deswegen kaum Zeit für mich selber habe. Und deswegen. Es ist ein bisschen ruhiger geworden auf dem Kanal. Danke trotzdem an alle Abonnenten, die geblieben sind. Es werden wieder Zeiten kommen, wo täglich was kommt, beziehungsweise der Content auch wöchentlich mal durchwechselt. Mal PES, mal Landwirtschaftssimulator, also den 20er auf dem Handy. Übrigens hier ein Foul gerade von Rashford, glaube ich, war das. Gibt Freistoß für Barca. Mal gucken, Alonso kann ihn direkt machen. Ja, die Mauer ist auf jeden Fall steht. Aber die Szene noch warm. Nee, heiß, könnte man schon fast sagen. Jetzt allerdings nicht mehr. Ja, momentan, Alter. Ich bin schon so. Ich habe so viel geredet heute. Jetzt. Da ist ein neuer Stürmer. Also, was heißt neu? Der steht für Lewandowski. Ersatzweise auf dem Platz, weil Lewandowski verwarnt ist. Ein Spiel lang. Gute Chance von den Bayern hier. Ich glaube sogar mitunter eine der wenigen momentan in den ersten 30 Minuten. Gibt Ecke. Ja. 16 Minuten gespielt. Momentan ist bei mir privat eigentlich nur arbeiten und mal ein bisschen auskurieren. Aber so richtig Spaß macht es eigentlich nicht. Mein Job macht mir Spaß, ja, aber man muss natürlich mitbedenken, es ist alles momentan ein bisschen anstrengend. Noch selber kurz ein paar Infos. Ich bin ja mittlerweile Verkäufer, ich habe ja ausgelernt. Mittlerweile weiß ich sogar meine Prüfungsergebnisse, also so schlecht war es gar nicht. Also es reicht für meine Anforderungen. Ich würde sagen, ich bin ganz happy, so wie es läuft. Und ich glaube, jetzt endlich den ganzen Prüfungsstress loshaben, ist auf jeden Fall eine wundervolle Angelegenheit. Ja, was gibt es sonst so weit Neues? Eigentlich nichts. Ich glaube, ich habe keine neuen Abonnenten dazu bekommen. Ich habe eigentlich gar nichts Neues zu vermelden. Privat sind halt ein paar Dinge jetzt vorgefallen. Also was heißt vorgefallen? Es sind gute Dinge. Ich sag nur, ich bin nicht mehr allein, aber ich glaube, näher gehe ich darauf jetzt mal nicht ein. Fakt ist einfach, privat passt eigentlich momentan alles. Nur mein YouTube-Kanal macht mir ein bisschen Sorgen, weil natürlich die Abonnenten, wenn ich jetzt länger nichts mehr hochgeladen habe, könnten meine Abonnenten ein bisschen zurückgegangen sein. Ich weiß gar nicht aktuell, wie viel ich eigentlich habe, beziehungsweise wo ich da überhaupt so stehe. Aber das kommt, denke ich mal, auf, wenn ich drauf schaue. So, und jetzt gibt es hier eine gelbe Karte für, keine Ahnung. Ja, hat ihn erwischt. Gelb für Colores. Ja, für den Lewandowski-Ersatz. Ich denke mal, das können wir aber verschmerzen, denn er ist kein Stammspieler von mir. Und jetzt macht Cristiano Ronaldo mal was. In der 30. Minute, aber
auch eher nicht ganz so. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich, warum ist der Ton aus? Ganz einfach, weil ich im letzten PES-Video einen Strike bekommen habe, wegen der Musik, die ja GEMA geschützt. Deswegen mache ich bei PES ab sofort den Ton aus und kommentiere einfach selber so ein bisschen. Ich hoffe, es passt euch. Ansonsten muss ich halt konsequent den Ton an- und ausmachen. Ich kommentiere sowieso ganz gerne selber, weil das ist als YouTuber auch einfach gesetzt, dass man das kann. So, jetzt ist hier mal eine Angriffschance. Oh, das macht er gut. Geht wett. Sieht da Messi und wieder Ecke. Gutes Spiel der Bayern hier in den ersten 40 Minuten. Und die ersten 45 Minuten könnten ein Unentschieden geben. Bayern bräuchte allerdings einen Treffer, um auf jeden Fall auch nochmal sicher zu gehen. Sonst gibt es soweit jetzt nichts Neues. Ich habe ein bisschen viel hinter mir in den letzten Tagen. Aber sonst ganz gut. Und das war jetzt hier das 1:0. Die Bayern liegen vorne durch Marcus Rashford. Spielt bei mir auf der linken Außenverteidigung, also was heißt Außenverteidigung, auf dem linken Außenposten, Flügel, wie auch immer. Macht sich ganz gut da eigentlich und er und Dumfries ist ja mein Rechtsverteidiger momentan. Gut daran. Wobei das fast nach einem Eigentor aussah, aber ich glaube Rashford war noch im Kopf eher dran als, ja. 38. Minute 1:0, die Bayern liegen jetzt vorne, psychologischer Vorteil für die zweite Halbzeit. Und Heimvorteil auf jeden Fall. Oh, 2:0. Schön. So schnell kann es gehen. Der Neuzugang. Coloris. Was wollte ich noch sagen? Ach ja. Ich weiß nicht, wie oft noch was auf meinem YouTube-Kanal kommt. Er ist nicht ganz tot. Keine Sorge. Aber erstmal muss ich gucken, wie ich das mache. Es kann schon sein, dass in näherer Zukunft hier was kommt. Was bei mir jetzt auf jeden Fall ansteht, ich werde umziehen. Von Peiting nach Herzogsigmünde erstmal. Also eigentlich nur 5 Kilometer weiter. Auch nur für ein Jahr und dann ziehe ich. Wo ich dann hinziehe, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir einfach, es ist von der Arbeit her viel leichter, wenn ich mir morgens diese 5 Kilometer, ich laufe ja eigentlich tagtäglich in der Früh. Gut, momentan eigentlich nicht, aber ja, ich laufe mindestens einmal am Tag eigentlich, außer es gibt jetzt spezielle Tage, dann laufe ich nicht. Aber sonst muss ich eigentlich sehr viel laufen. Foulspiel jetzt hier von Messi. Geht folgerichtig die gelbe Karte. 3 Minuten Nachspielzeit, wovon die zweite bereits läuft. Ich glaube, das Ding hier ist in der ersten Halbzeit noch nicht durch. Barca hat Möglichkeiten. Wird auch gegeben sein. Aber was letztendlich genau passiert, man weiß es nicht. Der Ball läuft auf jeden Fall gut. Und jetzt ist auch Abpfiff. Die ersten 45 Minuten sind beendet. 2:0 steht das hier nach dieser ersten Halbzeit. Die Quote ist eigentlich ganz gut, wobei Fouls hätte man sich sparen können, aber die erfolgreichen Pässe, ja gut, wir haben 17% weniger als der Gegner, aber ich glaube, dafür ist es ganz gut, denn wir haben 2 Attacken und einen parierten Torschuss, also sehr gut. Ich hatte mir erst überlegt, heute zu streamen, die zweite Halbzeit fängt an, aber ich muss morgen, weil ich morgen nämlich was vorhab, relativ früh aufstehen. Also, wenn das Video oben ist, dann bin ich wahrscheinlich schon im Bett und schlafe vielleicht nicht, aber so ähnlich. Das war jetzt übrigens mal einer der wenigen Torschüsse vom FC Barcelona. Nicht schlecht geschossen, aber Ter Stegen im Tor ist dann natürlich auf jeden Fall noch dran. Erste Ecke für Barca. De Bruyne, wie auch immer, ihn reintreten. Dumfries. Das ist der Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe. In meiner PES-Mannschaft tatsächlich einer der besten Kopfballspieler, weil
er einfach jeden Kopfball irgendwie verwenden kann. Und ja, sowas haben wir schon gesehen heute. Den hat er sich schon mal erlaufen, auf jeden Fall. Na, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Ich glaube, das liegt am WLAN. Weil ich nebenbei auch noch andere Dinge mache. Aber, also, naja, gut. Aber Barca jetzt mit dem 2 zu 1. Messi Nummer 10. Eigentlich ist er, glaube ich, keine Ahnung, was ist Messi? Was hat Messi für eine Rückennummer? Ich weiß es nicht. Der Typ ist auf jeden Fall echt krass. Ja, 2 zu 1 nur noch. Und jetzt sollte ich mit meiner Mannschaft ein bisschen offensiver noch spielen. Ich habe schon offensiv drin, aber ja, da hat er keine Chance gehabt. Also wie gesagt, was auf meinem YouTube-Kanal jetzt in Zukunft geboten sein wird, ich kann es einfach nicht ganz so gut vorhersagen. Mein Kanal ist so oder so momentan eher noch eine Spontanitätssache. Also wenn ich mal die Zeit dazu, oh, wenn ich mal die Zeit dazu habe, dann nutze ich sie auch. Und ursprünglich war noch mal wieder einige Streams geplant. Nur durchsetzen konnte ich das am Schluss halt leider irgendwie nicht. Wie auch immer. Das war jetzt mal schön gemacht von Rashford. Und der kann den Ball nicht aufs Tor bringen. Schade eigentlich. Ja. Ein guter Versuch. Gibt aber Ecke. Thiago wird ausführen. Also. Verteidigt. Die Offensive der Bayern steht. Jetzt aber Freistoß für den FC Barcelona. Und jetzt gibt es auch ein Gespräch unter vier Augen mit dem Schiri. Insgesamt ich ganz gut. Ich muss sagen, in PES, ich bin auf Kampagnenstufe 30. Ich bin eigentlich nicht krass der Bro. Ich verliere meistens jedes zweite Spiel mindestens, wenn nicht sogar jedes einzelne. Aber was genau passiert, weiß man nicht. So, Marcos Alonso jetzt hier mit dem Chance auf den Ausgleich. Oh, das Ding ist da ziemlich tadellos. An guten Tagen ist der drin. Rashford haben wir hier. Der startet. Aber Jonathan Tah kann ihm da den Tag ein bisschen verderben. Ja, mein letztes Video war ja, glaube ich, LS 20. Und jetzt haben wir ja das 3 zu 1. Lionel Messi. Die Nummer 3 bei mir. Schießt das 3 zu 1. Insgesamt auf jeden Fall sehr spannend. Also, ich denke mal, das Video wird einfach den Titel mit der Partie hier bekommen, aber es geht letztendlich einfach mal so darum, was momentan, warum momentan keine Videos kommen, einfach weil ich, ja, YouTube ist ja eigentlich nur so ein kleines Hobby von mir. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich einfach keine Zeit dafür habe, dann geht's nicht. Tut mir also wirklich leid, wenn ihr nichts von mir gehört, gesehen habt. Aber na gut. Habe ich eigentlich schon gewechselt? Normalerweise passiert das ja automatisch. Ja, ihr merkt schon, ich bin nicht ganz so der fitteste PES-Spieler. Und jetzt hier Rashford, der kann vorlegen und dann wird hier der Akzent gesetzt. Messi mit der Nummer 2 seines Torverlaufs, also Tor Nummer 2. Und 4 zu 1 steht es damit. Stärkste Spieler hier in meiner Mannschaft gefühlt. Wobei, ich glaube, Timo Werner ist auch ja, gleich prägend. Aber das war auch gut gemacht hier, die Flanke. Wobei es ein bisschen riskant war, weil man hätte auch abblocken können. Aber schauen wir noch mal kurz drauf. Ja, da war er schon sehr knapp. Die Verteidigung war hier eigentlich schon so gut wie am Ball, aber eine Sekunde zu spät und
eine Sekunde zu früh kam dann die Vorlage für Messi von Rashford. Das Stürmer du. Also, das war gut. So, jetzt haben wir hier Timo Werner. Und normalerweise ist er auch dafür bekannt, in jeder Partie noch eins zu schießen. Sorry für die Ruckler gerade, ich weiß auch nicht warum. Aber Timo Werner gibt Ecke. Thiago. Erst steht die Verteidigung und dann steht der Keeper. Alles in allem ist das gut. So, Messi jetzt, weil Thiago ausgewechselt wird für Tagliafico. Auch interessant. Nedved ist der Empfänger dieses Balls. Und dann versucht es Werner. 6 Minuten Nachspielzeit. Wird langsam aber sicher ein Spiel mit dem Feuer hier für Barca, wobei Bayern sowieso alles klar hat. Als Bayern-Fan muss ich ja zu meiner Mannschaft halten. ja. Hier gibt es jetzt übrigens Freistoß, ich glaube, für Barca. Ja, da erwischt er ihn schon. Also wann dann das nächste Video kommt, kann ich nicht sagen. Wird aber auf jeden Fall nicht das letzte auf meinem Kanal sein, das kann ich euch versprechen. Und es werden auch mal wieder aktivere Zeiten kommen, wenn ich Zeit für meinen YouTube-Kanal habe und auch für mich selber. In 2 Wochen habe ich Urlaub, dann bin ich zu Hause. Kann ich ja mal, in 3 Wochen, Entschuldigung. Dann kann ich ja mal wieder streamen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ich dann mal wieder World of Warships oder so machen soll. Oder einfach mal einen Real Talk Stream, wo ich ein bisschen was erzähle. Nur wenn es euch interessiert. Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare oder lasst mal einen Daumen nach oben da. Und jetzt hier noch das 4:2 für Barca. Das war wahrscheinlich die letzte Aktion. Aguero versucht es da noch. Kann aber, glaube ich, nur sporadisch jubeln, weil das ist eigentlich ein Tor, das man nicht bejubeln kann. Ich meine, sie liegen 4:2 hinten. Und na gut. Man sieht es hier ganz deutlich auch in der Zeitlupe. Ter Stegen, keine Chance. Ja, ich denke mal, das war's dann auch. Werner wird jetzt hier nochmal antreten, aber das Spiel ist vorbei. Und damit will ich eigentlich noch kurz was auf den Weg geben. Mein Kanal ist nicht ganz abgeschaltet. Es kommt nur noch was, weil ich einfach Zeit und Lust dazu habe. Aber ich kann euch versprechen, ich werde streamen und es wird, glaube ich, auch definitiv nicht mehr ganz so lange Pausen geben, wie es jetzt tut. Übrigens komme ich jetzt hier gerade in Probleme, weil mein Handy absolut nicht laden will. Es wird noch was kommen, keine Sorge. Ich bin nur momentan einfach ein bisschen seltener aktiv. 6 Monate oder so. Weil ich jetzt einen neuen Job habe. Das werde ich aber alles, glaube ich, mal in einem Stream erzählen. Weil das ist eine längere Geschichte. Oder auch, wie es dann so weitergeht. Wenn euch das interessiert, schreibt mir in die Kommentare, ob ich mal wieder streamen soll. Dann werden wir vielleicht mal World of Warships streamen. Da habe ich mittlerweile auch ein paar neue Sachen. Also ein paar neue Schiffe. Bin schon ein bisschen weiter. Ein paar IPs. Und dann kann man ja mal zusammen als Division gegen andere Leute antreten. Wenn ihr aber nichts mehr verpassen wollt auf meinem Kanal, lasst auf jeden Fall ein Abo und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und es zeigt mir auch, wie sehr ich mich wieder reinhängen soll für meinen Kanal. Wenn ihr wirklich interessiert an meinem Content seid, dann abonniert. Ich hatte ja mal fast diese 100 Abonnenten, dann gab es aber Schwierigkeiten und schon war es.
vorbei mit den 100. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Treue, auch wenn es ewig nichts kam. Danke, dass ihr einfach geblieben seid auf meinem Kanal. Einige Leute mussten, ja, mich wieder deabonnieren. Ist eure Entscheidung. Tut mir auch leid, wenn nichts kam. Es wird wieder öfter was kommen von mir. Das verspreche ich euch. Jetzt vielleicht nicht jede Woche, aber in 3 Wochen habe ich Urlaub und dann werdet ihr auf jeden Fall nochmal was von mir hören. Es wird auf jeden Fall einen Stream geben. Ich habe da mal wieder Bock drauf. Ich habe 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate nicht mehr gestreamt und es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen. Das ist nichts für ein Video. Das muss man wirklich lange genug und deutlich genug erklären. Also wird es einen Stream geben. Ich kündige ihn jetzt mal für ungefähr in 3 Wochen oder so an. Würde mich freuen, wenn ihr dann da einschaltet. Ich hoff's. Und ansonsten lasst, wie gesagt, ein Abo da. Like das Video, um mir zu zeigen, wie motiviert ich, also wie viel Bock ihr auf meine Videos habt. So rum geht's hin. Und wenn ihr wollt, hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, schöne Zeit und ciao.